Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Ponyhof. Hey. Die Content-Offensive ist gestartet. Wieder back mit Jakob Rätsel. Deswegen habe ich jetzt auch kein Laptop dabei. Heute wieder mit Star-Besetzung. Und, ja, Star-Besetzung. Und nicht in der Woke-Version mit Twizzy, aber der hat mich ja würdig vertreten. Er wurde ja was angenommen in den Kommentaren. Der hat dich super vertreten auch. Viele jetzt haben gefragt in den Kommentaren, warum du nicht da warst. Was war da los? Was war los, ja. Ja, das war ja eine Sache, ne? Aber das tragen wir dann, würde ich sagen, nächstes Mal im Ring aus. Ne? Das ist ja gar kein Problem. Boxfeind in Hamburg, Trimax, sign uns. Ja? Oder am 16.3., meine Freunde, da findet nämlich ein Fußballturnier auf meinem Twitch-Kanal statt. Mit Star-Besetzung. Ich hier nochmal im Sturm sagen, Jakob ist da auch dabei als Kommentator. Warum spielst du eigentlich nicht? Weil ich meine Gage nur als Moderator leisten kann. Ja, das ja. ist jetzt, wie gesagt, ich bin abgehoben. Ich krieg 25 Euro. Echt? Ich dachte 20? Ja, ich bekomme gar nichts. Ich habe nur 15 angeboten. Er hat nochmal hochgehandelt. Ja, zum heutigen Video geht es auch so ähnlich, also hat auch was mit Handeln zu tun, würde ich sagen, und zwar sehr bösem Handeln. Und zwar geht es um den Anzeigenhaus-Hauptmeister. Vielleicht haben einige das Video oder die Reportage von Spiegel TV, Stern TV, irgendwie sowas Spiegel, alles irgendwie das Gleiche gesehen. Und zwar geht es da um einen 18-jährigen Deutschen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, in jeder Gemeinde in Deutschland mindestens einen Strafzettel zu verteilen. Mhm. Und ja, der ist unterwegs, der gibt allen Falschparkern Strafzettel. Wenn du 3 Zentimeter im Halteverbot bist, dann wird sofort eine Online-Anzeige geschaltet und du musst Geld zahlen. Und ja, darum geht es heute tatsächlich. Wir können ja mal anfangen. Ich habe eine tolle Statistik rausgesucht. Also ich weiß, wo sie ist. Okay, ich suche die informierte Boss hier. Ich suche die jetzt kurz. Und solange könnt ihr schon mal eure Meinung auf jeden Fall dazu sagen. Ich habe auch einen interessanten Beitrag gelesen zu der Thematik. Und zwar wurde ja, glaube ich, im Beitrag erwähnt, dass der liebe Matthai, heißt der so? Niklas Matthai. Niklas Matthai ist sein Name. Matthias Delikt. Genau, dass der quasi, 160.000 Euro, oder ich weiß nicht die genaue Summe, die er schon erwirtschaftet hat. Ich glaube, genau das ist auch das, was ich raussuchen wollte. Achso, ich weiß es aber auswendig, krank. Okay. Und aber auf Twitter ging dann irgendwie rum, dass da hat dann jemand nachgefragt bei der Stadt. Ja. Dass, und die meinten, die haben irgendwie aber nur 306 Euro im gesamten Jahr eingenommen durch Strafzettel. Ja, weil die das meiste irgendwie gar nicht verfolgt haben oder so, ne? Oder vieles wurde irgendwie eingestellt und so. Und das Lustige ist, wenn diese 306 Euro stimmen, diese ganzen Verwaltungskosten, die man hat, die müssen ja trotzdem alles bearbeiten, egal ob die was rausschicken oder nicht, sind einfach teurer wahrscheinlich als das, was die Stadt dann im Endeffekt dadurch eingenommen hat. Ja. Also hat die Staatskasse keine 160.000 eingenommen, sondern wahrscheinlich ein paar Tausend verloren einfach. Was ist da dran jetzt, ist die Frage. Ja, jemand hat nachgefragt, wird schon stimmen. Achso, ja gut, wenn das auf Twitter steht, dann also, stimmt das auf jeden Fall. Das habe ich auf Twitter gelesen und daher wird es auch so sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber die können das doch nicht einfach so, dann wäre ja die ganze Reportage eigentlich erfunden. Naja, ich denke mal, bei dem, das ist ja, glaube ich, nur bei dem in der Gemeinde. Also die haben ja nur bei einer Gemeinde nachgefragt, ich glaube, da, wo er wohnt. Gräfenhainich. Und ja, kann ich mir schon vorstellen, dass die da tatsächlich auch Statistik drüber führen oder so. Weil das ja echt, also der ist wahrscheinlich überhaupt der Einzige, der es macht, nehme ich mal an. Und im System wird das bestimmt, dann kann man da bestimmt irgendwie abchecken, unter welchem Namen welche Anzeige reingekommen ist und ob man das weiterverfolgt hat oder nicht, gehe ich mal stark davon aus. Ja, Jakob, was ist deine Meinung zu der ganzen Thematik? Ist das gut? Sollte also, das vielleicht mehr Leute machen? Ich weiß nicht. Ihr seid euch beide ziemlich einig. Wo hast also, du ich war eigentlich. Ja, genau. Ich habe ihn gerade vor der Tür gesehen. Man muss halt wirklich aufpassen mittlerweile, wo man parkt. Ne? Ich passe da auch auf. Ja. Dazu muss man halt sagen, so wie er es macht, so exzessiv, wie er das auslebt, ich glaube, das kann er auch da nur in seinen, ich sage jetzt mal, in so kleinen Dörfern machen. Ich meine, wenn er da mal nach Frankfurt oder sonst wohin gehen würde, und es ist ja jetzt auch in Gesprächen, und dieser junge Mann. Der ist in Gefahr, dieser junge Mann. In Gefahr. Rette dich! Ja. Jetzt pass auf, Mann! Spiegel TV wird den Hunden vorwerfen. Also es ist ja jetzt, nee, Spiegel TV oder der Spiegel oder Spiegel. Was war? Spiegel, okay. Und da ist es ja letzten Endes so, der hat jetzt, ich habe die Insider-Infos, der hat jetzt einen Vertrag unterschrieben. Mit denen, mit, oder was? Mit Spiegel TV. Was, sehr geil, das, Mann! Das halt für das ganze Jahr geht. Im ja! Plus dürfen wir beide zum Beispiel mit ihm aber auch nichts drehen. Wie? Ohne, dass es von Spiegel halt abgesegnet ist. Oh. Das heißt, wir ich können schon, uns also, der, der Traum ist erstmal geplatzt. Nur ich im Vertrag steht extra, beide dürfen nicht. Und TV und Jakob Rätsel dürfen nicht bei allen anderen. Wir beide dürfen nicht, aber jetzt, okay. Nee, um den Case mal zu erläutern, der hat sich jetzt bis zum Ende des Jahres verpflichtet quasi für Spiegel TV und da wird eine ganze Serie draus gemacht. Ja. Und ja, die Frage ist ja immer, wie holt das Maximum, also wie holt das Fernsehen jetzt da im Prinzip das Maximum raus?
Und da wird es jetzt so sein, der wird ja wahrscheinlich in irgendwelche Situationen geworfen, kann ich mir vorstellen, dass er auch in Großstädten jetzt ran muss. Hoffentlich. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es Leute gibt, die das nicht so lustig finden, die nicht so verständnisvoll sind. Vor allem, weil ja generell diese Weil es Ausländer sind oder was genau meinst du jetzt damit? Auch, ja. Nee, einfach Leute, die dann ein anderes Mindset oder eine andere Ansicht von Gerechtigkeit auch haben, die jetzt sagen würden, das ist schon sehr, sehr pedantisch und das gehört sich einfach nicht. Pedantisch, ne? Oha. Leute so ans Bein zu pissen. Wir blenden jetzt hier ein, was pedantisch heißt. Dafür nichts gemacht haben. Ne? Weil da waren ja teilweise, ich weiß nicht, also ich denke, jeder, der das hier guckt, hat das geschaut. Ich meine, da stand ja jemand auf dem Bürgersteig, da waren noch 6 Meter Platz daneben, da hätte jeder durchgekonnt. Also es war tatsächlich ein Verbrechen. Naja, er wurde behindert, er hat es auch gezeigt. Er konnte da nicht vorbei. Ja, genau, ohne irgendein Opfer. Und dafür kackt er den dann halt an, so, ne? Und das. Aber er hat die Behinderung gezeigt, er ist da nicht durchgekommen. Nein, dafür haben wir auch Jakob. Er hat sie gezeigt, er hat sie verwirklicht, ne? Ja, also, stimmt, sie verwirklicht. Um das nochmal aufzugreifen, ne? Er steigt den dann von seinem Rad ab, stellt das dann ab, dann geht er einmal drumherum und sagt: Ja, jetzt wurde ich offiziell behindert, jetzt kann ich ihn anzeigen. Ja. Perfekt. Dafür haben wir Jakob Rätsel heute als Opfer hier. Danke. Genau, ich bin der Sprecher für Behinderung. Also ich sag mal, was man für versagen kann, so, ich verstehe da immer nicht, weil das einzige Ziel von ihm ist ja wirklich, andere Menschen abzufacken eigentlich. Genau, ne? Aber das machst du ja auch. Ja, klar. das ist eine Gemeinsamkeit. Ich zahle tatsächlich Steuern. Ja. Ah, okay. Deswegen ist und du bekommst Geld dafür, der macht das und ehrenamtlich. Und um beleidigt zu werden. Aber eine Zeit lang hast du es auch ehrenamtlich gemacht. Naja, wann, vor 20 Jahren oder was? Also. Nee, am Anfang hast du da die Monetarisierung verloren. Achso, ich hatte monatlich immer noch ein Placement. Achso, ja, okay, cool. Also nicht ganz ehrenamtlich. Also wo ich mir jetzt aber so denke, er fuckt ja nur Menschen ab. Wie gesagt, mit der Behinderung ist es ja wirklich so, da steht halt ein Auto, okay, vielleicht im Halteverbot, aber da ist niemand, weit und breit gar keiner. Das stört ja keinen, da zum Beispiel auch an der Dönerbude, da steht das Auto dann halt kurz mal am Bordstein. Lustigerweise, dieser Typ, der am Bordstein steht, der steht da auch bei Google Maps tatsächlich. Kleiner Funfact am Rande, also er steht da anscheinend öfter. Ah, dieser Typ, der das ein- und auslädt? Ja, der steht bei Google Maps mit seinem Auto genauso da einfach. Digga, wie geil. So, aber er schadet damit ja keinen so. Und er fuckt halt nur Menschen damit ab. Und dann ist es halt schon wieder Kacke eigentlich, dass der jetzt eine ganze Serie kriegt, weil er fühlt sich jetzt bestätigt. So, boah, ich mach das Richtige, klar, er kriegt vielleicht Hate oder sowas dafür ab. Mhm. Wahrscheinlich in seinem Kopf ist es so, der kriegt ja Geld dafür erstmal, was schon mal absolut doof ist und dazu fuckt er dann noch mehr Leute ab oder macht das dann sogar noch mehr beruflich, sage ich mal, weil er wirklich Geld dafür bekommt und in seinem Kopf wird es wahrscheinlich dann auch noch so sein, dass er sich denkt, ja Mann, ich setze mich hier für das Richtige ein, vielleicht gibt es ja noch ein paar andere, die dann ebenfalls genau das Gleiche machen. Absolut, definitiv, also ich glaube sein, also was ich erstmal krass finde, seine Haupteinnahmequelle vorher, das kann man ja so sagen, war vor dieser Spiegelsache beleidigt zu werden. Das war seine Haupteinnahmequelle, weil es war ja so, er hat durch das Knöllchenschreiben per se verdient er ja kein Geld. Ja. Aber durch das Beleidigtwerden hat er sich ja ganz stolz gezeigt, da hat mich wer als Vogel beschimpft, ne, den kann ich jetzt anzeigen, dann gehe ich diesen richterlichen Weg oder so, um dann 100 Euro zu bekommen. Also aber das war in diesem Beruf klappt? Seine Haupteinnahmequelle. Aber weißt du, ob das funktioniert? Das hat funktioniert, hat gesagt, er hat auch aus Erfahrungswerten geredet und das, was er gesagt hat, war plausibel. Weil die meisten Leute, die kriegen dann eine Anzeige dann nach Hause, dann gehen sie dann vielleicht zur Polizei hin, weil dann die Anhörung kommt und dann sagen sie dann sowas wie, ja, das war nicht so gemeint. Und das hat er ja ganz stolz gesagt, das gilt dann ja schon als Beweis. Genau. Das heißt, da kann er dann safe schon mal was rausschlagen. Und jetzt immerhin, jetzt kommt ein Faktor dazu, dass es mittlerweile natürlich, weil da eine Serie draus gemacht wird, hat es einen gewissen Unterhaltungswert. Ne, ihr müsst mal unter den anderen Spiegel-TV-Doku schauen. Da wird nur noch nach dem Anzeigen-Hauptmeister gefragt. Das heißt, die Leute, zu Recht, die wollen ihn deshalb haben. Seid ihr hier, auf ihr fühlt euch unterhalten und dafür kriegt er mittlerweile Geld. Also mittlerweile kann man aber also sagen, er richtet nicht nur Schaden an, sondern mittlerweile unterhält er damit wenigstens Leute. Das war vorher nicht so. Das ist so ein kleiner Wehmutstropfen, den man wenigstens nochmal so reinwerfen kann. Also Dankeschön, falls ihr ein Knöllchen bekommen habt, dass ihr uns unsere Unterhaltung wirklich opfert und falsch parkt auf jeden Fürs Fall. Team. Eine Challenge wäre auf jeden Fall, die wir mal drehen können. Wir alle drei fahren in seine Stadt und parken falsch und der Erste, der ein Knöllchen bekommt, verliert oh und muss die Strafe machen. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, habt ihr da Bock drauf? Da gibt es bald einen Ponyhof exklusiv in Grevenhainichen. Nein, wir laden das auf Tim und Timothy hoch, würde ich sagen. Grevenhainichen? Findet das nicht das Splash? Das ist das Splash, so? Genau. Ach, krass, da waren wir sogar schon mal. Da waren wir. Wir haben da auch falsch geparkt. Den Splash kassiert er ja richtig ab, Alter. Ja, aber du sagst es ja gerade, ne, dass er vielleicht, wenn er dann mal in größere Städte kommt, dann, dass er da vielleicht Probleme kriegen könnte. Aber ich finde eigentlich, wenn du in so einem kleinen Dorf in Sachsen bist, glaube ich, schlimmer geht es auch gar nicht, oder? Naja, als Deutscher, glaube ich, geht das noch. Aber geht er mal als, als Mensch mit, von People of Color hin. Ich glaube, da ist es deutlich schlimmer. In Sachsen? Ja, klar. Ja, aber das, was ist denn schlimmer? Also du sagst, Hauptbahnhof ist schlimmer quasi als so ein kleines Frankfurt Dorf. Frankfurt Hauptbahnhof ist definitiv schlimmer für den Typen als Sachsen und sein Dorf da. Mhm. Ja, okay. Also die Rettung könnte ja noch sein, dass er eine Kamera dabei hat. Ne? Aber wenn er privat dort unterwegs sein möchte, privat, also kann ich mir gut vorstellen, dass es da Leute gibt, die da
die da eben nicht so tolerant sind, die einfach mal so, auch wenn scheiße ist, einfach mal aufs Maul hauen. Also die Frage ist ja auch, die wir natürlich alle auch auf unsere Mündern kleben haben, was ist bei ihm im Leben falsch gelaufen? was ist da genau, wo ist er falsch abgewogen? Du musst, der hat ja vorher eine Ausbildung oder so gemacht und sein ganzes Wochenende, hat er ja gesagt, geht ja einfach dafür drauf, dass er rumfährt, gut, immerhin an der frischen Luft, ne, besser als wenn man bei League of Legends irgendwie die ganze Zeit im Bronze drin ist oder so. Bin aber gold. Er läuft einfach nur rum, um andere abzufacken. Ja, also das, also da läuft doch als Mensch ist doch irgendwas falsch gelaufen. Warum? Wie kann man denn so einen Hass gegen andere Menschen haben? Das wird ein traumatisches Ereignis gewesen sein, ne? Wahrscheinlich irgendwie gerade. Er ist gegen ein Auto gelaufen, was im Halteverbot. Gerade 15 geworden, ne, wahrscheinlich irgendwie seinen Mofa-Führerschein gemacht, ne? Dann hat er durch die Ecke gefahren, dann irgendwie falsch geparkt, ne? Und dann waren die 20 Euro Taschengeld weg. Ja. Ne? Und dann hat er gesagt, ich rechne jetzt jeder kriegen. Das hole ich mir zurück. Aber das ist doch, wirklich kein normales Verhalten, oder? Also dass du da so viel Zeit reinsteckst, du hast ja nichts davon. Das ist ja das Ding, wenn er jetzt eine Videoreihe, da, also auch Vorspiegel gemacht hätte, hätte ich gesagt, ja, ist halt lustig unterhalten so, ne? Mhm. Aber er macht das ja nur privat, für sich selber einfach. Und dann sind sie auf ihn aufmerksam geworden, ne? Und er fuckt ja auch seine Nachbarn ab. Ja, von dem macht er nicht mehr einen. Gerade den Nachbarn, so, mit denen du dich ja normalerweise cool stellst, so, du stehst da, um irgendeiner Frau, die im Urlaub ist, um da die Post reinzuholen und so, und kriegst dafür erstmal einen Parkzettel, weil du da 2 Minuten kurz mal standest. Also das, was wo ich das Gefühl habe, woran es ihm ein bisschen mangelt, und es gibt ja Menschen, denen fällt das ganz, ganz schwer, Empathie zu empfinden. Und das Gefühl hatte ich bei ihm so ein bisschen, vor allem als er dann auch, also die haben ihm ja auch gefragt, ob er jetzt mein Auge zudrückt. Und er einfach eiskalt, nö. Nee. Also generell wirklich, nicht. Also es ist dann ja im Prinzip egal, was die Umstandssituationen sind. Er gibt einfach aus Prinzip, weil es so ist, also es wird gar nicht beleuchtet, warum es so ist, was sind die Umstände, stört man vielleicht gar keinen, einfach so dieses, ich mach die Augen zu und es muss alles 100% nach dem Gesetz laufen. Genau. Ne? Das, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das zielführend ist unbedingt, wahrscheinlich nicht. Ich verstehe nicht, warum er dann nicht diesen Beruf auch macht einfach. Ja. Also warum er, ich glaube, in der Reportage wurde gesagt, dass er irgendwas Medizinisches macht. Warum macht er denn nicht einfach das beruflich, hä? Ja, er macht das ja eh schon beruflich. Er wäre halt safe Mitarbeiter des Jahres. Digga, er würde so, Digga, Bundeskanzler in 2 Jahren. Dass Deutschland sich solche Talente wiegen wieder entgehen lässt. Ja, ne? Und dann hat jetzt Spiegel scheinbar einen Vertrag mit denen gemacht, bevor es die Bundesrepublik gemacht hat, ne? So. Das eine hält ja das andere nicht ab unbedingt, ne? Würde ich sagen. Stimmt, vielleicht darf er da auch noch was von beißen kann. Ich habe letztlich gelesen, dass ein Podcast cool wäre mit ihm und Philipp Amthor. Ja, mit ihm und Philipp Amthor. Ja, könnte interessant werden, ne? Ja, aber ich weiß, also mich würde auch interessieren, was ist das dann so für ein Mensch? So, weil, wie ist der privat also, drauf, ne? Ja, weil, keine Ahnung, ich würde mir halt einfach auch nicht die Mühe machen, da Falschparker. Hat er Freunde? Was denkt ihr? Hat er viele Freunde? Ich glaube, der hat gar keine Freunde. Was wäre, wenn er mit einem Freund irgendwo hinfährt und der parkt falsch? Was tut mir leid, ey Bro, ey, ganz ehrlich. Bro, ich kann nicht. Er fängt ganz an zu zittern und greift zu seinem Handy und kann nichts tun. So. Aber ja, was würde er machen? Er würde ihn wahrscheinlich wirklich anzeigen, ne? Ja, wahrscheinlich schon. Also ich würde sagen, wenn es wirklich um Freunde geht, ich meine, bei sich hat er ja auch überlegt. Ich meine, bei ihm ist zum Beispiel das Fahrrad umgefallen, gegen ein Auto, und er hat erstmal gesagt, obwohl er sonst immer sehr, sehr fokussiert und jede Kleinigkeit fällt ihm auf, ist ihm der Kratzer erstmal nicht aufgefallen, hat erstmal drüber geredet nach dem Motto, ist ja nichts passiert. Erst mal genaueren hingucken, ich weiß nicht, ob das Kamerateam ihn darauf aufmerksam gemacht hat, weil es ja einfach Comedy pur. Ich meine, Digga, das war das geskriptet gewesen. Ich dachte, das ist doch jetzt nicht wirklich passiert. Ist so gut. Und dann kriegt er einfach ein Ordnungsgeld, ne? Ja, ist so schön. Vor allem das Geile ist auch, dass er dann erstmal guckt, naja gut, habe ich überhaupt Schuld? Darf der da parken? Kann man da noch irgendwas machen? Darf der überhaupt stehen? Vielleicht nur Teilschuld oder so? Und dieser Move immer, wie er sein Handy rausholt, wie so ein Profi. Es passt einfach alles. Ich glaube, der ist geskriptet, der Charakter. Ich glaube, den gibt es in echt nicht. Also das ist mein Statement. Das könnte halt echt sein, ne? Weil gerade wenn man jetzt da dieses Blatt hat, dass er gar nicht so viel Geld reingeholt hat, was ist, wenn der echt gar nicht existiert, sondern von Spiegel TV erfunden wurde? Das wäre auch krass, oder? Das wäre eine gute... Also ich habe in der Vergangenheit schon mal so 2, 3 kleine Beiträge gesehen über so Leute, die das machen. Das ist jetzt ja nicht komplett neu. Ja. Aber so in dem Ausmaß auch. Und dann ja, vor allem mit Polizifi und so weiter. Ja, also wirklich, damit, also der ist ja auch... Der sieht ja echt aus wie ein ausgedachter Charakter. Das könnte ein Skin sein. Einfach, ja, also stimmt, so ein Fortnite-Skin. 250 Strafzettel freischaltet. Und was ich dann auch nicht verstehe ist, der macht ja selber auch Social Media, aber bei dem läuft gar nicht. Also selber so sein privates TikTok und Facebook. Also macht irgendwie kein Instagram. Der macht Social Media, aber der macht ja auch... Der hat ja auch so gut wie gar kein Charisma. Der hat ja, also... Also, ich glaube, er hat keinen eigenen Content. Der geht auf TikTok live rum und macht Strafzettel. Echt? Wie viele Zuschauer hatte der so? Ja, das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur auf seinem TikTok vorhin nochmal drauf geschaut, weil er hatte den Account noch gar nicht so lange, irgendwie 2, 3 Tage erst. Ja. Und er hat halt keinen eigenen Content, den er macht. Ja gut, aber ey, das ist ja sowas von gehypt. Also wenn er smart gewesen wäre, hätte er ja sofort auch irgendwelche eigenen Sachen produziert an Content. Aber wie du auch schon gesagt hast, wenn es da jetzt einen Vertrag gibt. Ja, die Bild- und Tonrechte abgegeben sind. So, der darf das also dann so habe ich es gehört. Ne? Ja. Und in dem Gespräch, was ich gesehen hatte, der hatte sich
mit Schradin unterhalten. Das ist so eine TV-Legende, der damals Telefonzeug gemacht hat. Nee, ich irgendwie Schradin. Und die hatten sich wohl unterhalten. Er hatte irgendwie durch den Chat die Telefonnummer herausbekommen von Niklas, von dem besagten Kollegen. Mhm. Und er wirkte am Telefon genau wie in der Spiegelreportage. Also er scheint schon so zu sein. Worüber man vielleicht diskutieren könnte, was sein könnte, dass Spiegel TV nochmal gesagt hat, hier, mach mal nochmal das, um es ein bisschen halt extremer zu machen, um das Maximum rauszuholen. Weil du kannst mir nicht erzählen, dass das Polizeiauto vorbeikommt und er sagt dann schon so, ja, das macht ein 5€ Bußgeld, wenn die ihr Kennzeichen nicht sauber machen. Wirklich. Nee, hat er so nicht gesagt, er hat nur gesagt, dass sie das langsam mal sauber machen. Ja, also sonst genau, kann das irgendwann mal 5€ kosten, ne? Ja, genau, sonst würde es 5€ kosten. Aber er hat es dann ja nochmal dem Polizisten direkt gesagt. Ja. Also das kann ich mir vorstellen, kein normaler Mensch. Meinst du? Kein normaler Mensch würde das sagen. Ja, aber kein normaler Mensch macht auch 160.000€ Strafzettel im Jahr. Ja, Digga, stimmt. So, da ist irgendwie, ne, die Ungereimheiten werden immer größer. Und, ja, weißt du, was jetzt geplant ist, wie viele Videos kommen oder so? Weiß man irgendwas, vor ein Jahr geht der Vertrag, oder was? Ich denke, die haben jetzt Dreharbeiten heute oder morgen, haben die gesagt. Das heißt, geht nicht raus, meine Freunde. Parkt eure Autos zu Hause. Parkscheibe. Es kommt zeitnah Nachschub, sagen wir so, ne? Ich freue mich drauf. Ja. Also ich habe echt selten ein Video so genossen wie das. Ist natürlich wirklich mit Abstand das. Ja, es gibt natürlich noch viel schlimmere Sachen, die man machen kann, aber so in dem Zusammenhang Leute einfach anzuschwärzen sozusagen. Und man nichts davon hat, hätte er wenigstens eine Provision oder so. Ja, so 10% würde ich sagen, ja, Bro, keine Ahnung. Würde ich auch machen dann vielleicht. Das wäre krass, wenn Deutschland das einführt einfach, ne? Wenn du so Ordnungswidrigkeiten anzeigst, dass du 10% von dem bekommst, was der andere zahlt. Oh, das wäre richtig schön. Ich glaube, jeder würde nur noch rumlaufen. Vor allem Deutschland ist ja eh so ein Nichtsgönnervolk, Alter. Ja. Und dann in dem Zusammenhang nochmal, könnte das natürlich nochmal eine ganz andere Wellen schlagen, ja. Aber ich freue mich auf die nächste Staffel und dann hoffentlich auch, Hauptbahnhöfe, Flughäfen, wirklich Großstädte, vielleicht auch mal irgendwie ein Ghetto rein oder so. Einfach mal ein Flugzeug. In die Bronx. Nein, sie dürfen ja nicht fliegen. In die Bronx. Na, in die USA mal rüber, weißt du, auch mal hier international auch mal so. Die Bahn schlagen irgendwie. Ne? Ja, ich bin, ja? Ja, ich würde noch mal gerne darauf verweisen, was ich eben gerade angesprochen hatte. Also der Typ scheint gerade immer mal im Hype zu sein einfach. Wenn ihr euch mal anschaut, nach dieser ganzen Geschichte, wo das rauskam, kam zwei, drei Tage später kam die Doku raus, Rechtsextreme in der Wikinger-Szene. Von der Spiegel auch, ne? Kam auch relativ gut an. Das ist so eine weirde Doku. Ich weiß. Rechtsextrem in der Wikinger-Szene. Digga? Und ich habe das Video gesehen und es lohnt sich nicht ganz, ein Video drüber zu machen, aber es ist mal wieder etwas ideologisch geprägt. Aber gut, ne? Das ist eine andere Geschichte. Thema. Ich wollte auf die Kommentare kurz verweisen, weil die kompletten Kommentare sind voll mit dem Anzeigenhauptmeister. Ich würde gesagt, ich will den Anzeigenhauptmeister Teil 2. Ja? Über 3000 Likes, der Kommentar. Nächste Doku, Rechtsextreme in der Anzeigenhauptmeister-Szene. So, nächster Kommentar. Da haben einige Wikinger falsch geparkt. Bitte den Anzeigenhauptmeister kontaktieren. Ja. Oder? Ne? Der Wikinger am Anfang, das ist nichts mal mit ihm zu tun, aber auf jeden Fall. Was war der Kommentar? Ich bin trotzdem Der Kommentar war, die Wikinger am Anfang, sehr sympathisch und schönes Hobby, einfach mal am Wochenende ohne irgendein elektronisches Gerät entspannt, besser geht's nicht. Ja. Boah, kann ich aber nachvollziehen. Widerlich, Alter. Kann ich aber nachvollziehen. Safe, Wikinger, nee. Hat schon Vorteile. Oder hier, wer kontrolliert denn bitte, ob die Festbesucher ihre Autos korrekt geparkt und die Zelte ordnungsgemäß aufgebaut haben? So, das ist schlecht. Aber also, das Ding ist halt auch mit dem TikTok-Ding und so, wie du ja gesagt hast. Ich glaube aber auch nicht, dass das was für immer ist, auf jeden Fall. Also er hat jetzt einen krassen Hype, weil es jeder lustig findet. Mhm. Ich glaube, die Serie, das wird bestimmt vielleicht so ein Sechsteiler, könnte ich mir vorstellen. Das glaube ich auch funny, weil immer wieder passiert ja noch mal was Unerwartetes. Ne? Ich will einen Film. Dann in der Bro. 19 Minuten Spielfilm mit Dwayne The Rock Johnson in der Hauptrolle als Anzeigenhauptmeister. Das war krass. Ich glaube, deswegen wird er aber auch von selber keinen langfristigen Erfolg haben. Ich glaube, das ist jetzt so ein Hype, aber irgendwann hast du halt auch, ja, dann schreibt er halt den 500. Strafzettel, irgendwann sind halt, irgendwann ist halt die 20. Beleidigung gegen ihn, dann hat er das 5. Mal aufs Maul bekommen, dann ist der erste Schlüsselbeinbruch so, aber irgendwann kennt man das. Ich glaube, das ist wie bei Gewitter im Kopf. So, das ist jetzt ein Hype für so 1-2 Jahre maximal, wenn er richtig durchzieht, aber dann ist irgendwann so, oh cool, er hat schon wieder. Man kann das der TÜV abgelaufen. Das wird nicht ansatzweise so groß wie. Nein, nicht auf gar keinen Fall, aber. Also, ich meine nur von der Länge her, ja, genau. Das, ja. Also, du willst quasi sagen, dass der Anzeigenhauptmeister krasser im Hype ist als Gewitter im Kopf? Nein, ich meine, dass das. Ich weiß schon, ja, um das nochmal aufzuschreiben. Leute, schreibt es. Wenn ihr mich jetzt hier abfangen wollt, dann gehe ich. Oh, so, er ist wieder da. Und auch wieder da. Ja, weiß ich nicht. Ansonsten gibt es tatsächlich nicht so viel zu sagen. Nee, eigentlich. Aber wir bleiben natürlich gespannt. Wir bleiben drin. Und vielleicht gibt es auch noch bald ein anderes Projekt, ne, was man da gerade plant. Mal gucken. Wir schauen mal, ja. Alles klar. So, dann würde ich sagen, ja, Grüße gehen raus an die beste Community der Welt. Und dann also die Frau Monte. Wenn du das siehst,
Ich feiere dich. Bitte nicht anzeigen. Wir warum muss ich, warum, Müsli, warum ja? muss ich eigentlich mein VOD löschen, wie wir auf das Video reagiert haben? Kannst du mir das nochmal erklären, kurz? Ich hab's vergessen einfach. Ich hab's einfach verdrängt tatsächlich, ne? Mhm. Weil ich ein Vogel bin wahrscheinlich. Okay, gut, ja. Aber ich habe die Reaction noch, die wird dann heute hochgeladen. Und dann können wir da ja nochmal reingucken, auf jeden Fall. Auf jeden ja, Fall. Wir sind vielleicht ein bisschen ausfallender geworden. Du! du! Ja, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, meine Freunde. Überspannt den Bogen nicht. Okay, thanks, tschüss, bye. Tschüss.